Ein Sturmtief zieht heute und in der Nacht über weite Teile des Landes hinweg. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, in der Nordhälfte werden Sturmböen bis in die tiefen Lagen erwartet und an der Nordsee sind sogar orkanartige Böen möglich. Gebirge, dort kann es tatsächlich orkanartige Böen über 110 km/h, zum Teil auch Orkanböen über 120 km/h geben. Das kann man sehr schön hier in dieser Animation sehen. Nordseeküste, dort gab es die stärksten Sturmböen. Auf Spiekeroog wurde die stärkste Böe gemessen, nämlich 140 Kilometer pro Stunde, also nochmal 20 Kilometer pro Stunde über der unteren Grenze für Orkanböen. Wieder an die Double Loops. Wir hatten lange keinen richtig starken Wind mehr. Die letzten Tage war immer schon was vorhergesagt, aber richtig ankam da gar nichts. Und jetzt haben wir richtig Geballere. Gleich wird das Wasser auch schon flach wegen dem Niedrigwasser. Deswegen geht es jetzt richtig ab. Das war es auf jeden Fall mit der Session für mich. Hab mich total zerledert bei dem Trick jetzt wahrscheinlich gesehen. Linus will noch ein bisschen kiten. Jetzt fahren wir nach Hause und dann später wahrscheinlich oder hoffentlich nochmal raus. Und mein Kite hat ein bisschen Wasser geschluckt, den haben wir jetzt hier aufgehangen. Ja. Vielleicht wird das ja noch was heute. Mal gucken. Bis später. So, wir waren jetzt schon einmal kurz zu Hause. Haben mal irgendwas gegessen und uns ausgeruht. Jetzt wollen wir noch für eine zweite Session gehen.
vorhin lief ja irgendwie nicht so richtig gut nach dem Crash. Darum sind wir dann auch schnell nach Hause, da ging echt gar nichts mehr. Aber jetzt soll es doch mal richtig gut sein. Ich habe immer noch so 45, 50 Knoten. Ja, hoffen, dass es noch mal richtig gut wird. Ich muss echt sagen, die Sessions finde ich immer am schönsten. Wenn es so richtig windig ist und kein anderer draußen ist, dann ist es echt immer am besten. Die Zeit generell finde ich gut. So kalt ist es auch gar nicht, wir haben mit 10 Grad. Und das Wasser ist auch noch okay, weil es nicht so viel ist. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's noch mal los. Ich hoffe, mein Kite ist okay. Da war vorher ein bisschen Wasser drin nach dem Crash. Aber ich denke, das soll gehen. Fabian auch wieder eingeschlagen wie eine Bombe. Also, erste Session dicker Essstück-Crash. Zweite Session genau das gleiche gehabt. Aber wirklich ganz los hat er den leider nur gecrashed. Aber auch wieder eingeschlagen wie eine Bombe.